Mit Nila 1000% Winrate. Oh, Nila ist. Ich muss mal kurz ins Custom Game. Stimmt, die haben Nila gechanged, ne? Bin mal gespannt, wie die sich anfühlt. Die haben die E-Cast-Time rausgenommen. Aus irgendeinem Grund hatte Nila E 0,01 Sekunde Cast-Time. Und vielleicht ist das der Grund, warum die sich so clunky angefühlt hat. Also 0,01 Sekunde klingt halt nicht wie viel, ne? Wait, das ist. Das ist insane. Das fühlt sich so gut an. Ja, also wir haben die Option, entweder wir gehen Collector Shieldbow oder wir gehen Collector Infinity Edge. Also so oder so sind unsere drei Core-Items, Collector, Shieldbow, Infinity Edge. Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, hier will ich auf jeden Fall Shieldbow gehen. Also Level 1 ist Nila immer sehr weak, ne? Da können wir uns einfach runterrennen. Für dazu. Das haben die echt nicht gut gespielt, trotzdem verlieren wir halbes Leben. Ja, die Lanes zu überleben wird auf jeden Fall nicht einfach. Die haben zumindest die Wave einmal geagrot. Wir dürfen die Wave auf keinen Fall anfassen. Ja, der Tornado und die Wave ist nicht so geil. Erstmal nur XP kriegen. Ja, super. Also der Jenna Counterpick geht schon mal mega auf, muss ich sagen. Ich skill mal noch nichts. Wenn die mich hier diven wollen, brauche ich meine W. Ja, Jenna ist schon okay. Level 1 machen wir mit keinem Supporter was. Dass sie sich da jetzt natürlich engagen lässt, ist ein bisschen schade. Boah, der neue E fühlt sich aber so gut an. Deswegen ist Level 1, 2 sind die einzigen Phasen, wo die uns killen können. Ab Level 3 können die uns nicht mehr killen. Wir können die Wave eh nicht erschließen. Okay, hier ist Base. Weiß nicht, ob wir das spielen können, aber wir müssen es versuchen, würde ich sagen. Na gut, so können wir es auf jeden Fall nicht spielen. Okay, we take those. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur durchlaufen, dass wir hier einen Recall kriegen. Oh, Collector ist kein... Collector kein BF mehr. Das ist actually, glaube ich, nice. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr viel besser, das zu kaufen jetzt in der Lane einfach. Ich glaube, Collector First ist jetzt einfach ein gutes Item overall, ne? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Fights gewinnen wir auf Botlane trotzdem nicht. Also ich wüsste nicht, wie. Weil ich bin gleich Level 6, ne? Aber Naviri ist wahrscheinlich Bot. Kein Mana mehr, was müssen wir pushen noch? Aber wieso hast du jetzt die... Sie hat die Wave einfach gefreezed. Der Diver in den Tower rennen können, hätte die Wave nicht gefreezed. Oh no. Ach scheiße. Ah, zu früh, kacke. Ist das cringe. Die hatte sogar noch Flash. Ja, man ist mit Nila des Öfteren mal in so awkward Situationen. Aber unsere Top-Lane gewinnt hart. Sieht gut aus, das Game. Gegen den will ich jetzt natürlich nicht allzu lange lane. Der macht Hackfleisch aus mir. Let's fucking go. Nila ist broken. Are we safe mit Collector? We are saved. Wait, alle BFs sind despawned? Nee. Infinity Edge hat auch noch BF. Aber das hat auch kein BF mehr? Ja, okay, also Collector und Yuntal hat kein BF mehr, ne? Ach, ich glaube, ich hätte hier top aus Base gehen sollen. Dass ich jetzt hier alleine bin, 1v2 ist ein bisschen kacke. Ah, nee.
Ah, das habe ich so geintet. Ah, das habe ich so geintet. Fuck. Ja, ich darf meine Ult nicht wasten. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich bin zu häufig mit Nila in dem Mindset, ich muss den Squishy diven mit meiner Ult. Aber ich glaube, ich muss die Ult einfach zum Self-Peelen benutzen. Wenn ich da meine Ult halte und dann auf die Rell benutze, ich glaube, dann kill ich einfach alle. Es ist halt super awkward, an Ranged Champions ranzukommen mit Nila. Das ist das Problem. Ah, Midlane ist jetzt wieder dead. Ah, das habe ich leider mies geintet. Ja, Nila ist eher Anti-Dive, das stimmt. Das ist halt gegen sowas wie Vel'Koz awkward zu spielen. Und von Kalista werde ich halt auch ziemlich hart gekitet, aber... Ja, gut, aber warum stirbst du da, Simba? Das ist halt einfach bad von dir, dass du da stirbst, Syndra. Das ist halt einfach bad. Das ist einfach sehr, sehr bad, Syndra. Was? Okay, schade. Wir chasen lieber alle den Vel'Koz, anstatt die Camille zu killen. Naja. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo es halt schwer wird, Nila zu spielen. Ich glaube, ich muss wirklich einfach hinten stehen und warten, bis der Fight losgeht und dann auf Camille. Also Camille, Naafiri, Rell sind die drei Champions, die ich hitten kann. Ah, ich habe jetzt auch mein Level gegrieft, ne? Ich bin gar nicht mehr hit im Level. Neue NAP. Boah, Digga, ist das ein unangenehmer Mensch schon wieder. Ich werde versuchen, den Vel'Koz aus dem Weg zu gehen. Ich lasse der Syndra hier die Mitte Rave, damit die nicht komplett sauer wird. Ja, wir müssen einfach nur mit Seju spielen. Was ist mit dem Herald hier eigentlich los gerade? Wir haben keine Seju-Ult leider. Ja, das war natürlich sehr, sehr stark von der Jhinna da zu face-checken. Wieso hat meine Ult da die Rell nicht gehittet? Ah, ein Auto-Tech. Seju ist leider weggerannt, anstatt mit uns zu fighten. Der Vel'Koz schallert böse rein. Nein, mit Nila zu teamfighten ist so awkward, ne? Das ist echt krass. Ich glaube, mit Seju hätten wir das gewonnen. Ich glaube, 5 gegen 5 Teamfights gewinnen wir ultra hart, wenn der Vel'Koz mich nicht for free hitten kann. Aber es sollte theoretisch nicht passieren, weil der Vel'Koz muss die Gwen respekten. Ah, ich muss ja nur die Gwen respekten. Mit Nila Games zu carryen ist so schwer irgendwie, keine Ahnung. Ich bin so stark, aber im Teamfight useful zu sein, ist echt nicht einfach. Yeah, I guess that's how we win. Ja, man muss sich nur engagen lassen. Wenn wir Nash machen hier. Wenn man sich halt engagen lässt als Nila und nicht gewonshottet wird, ist das ist halt insane, ne? Nee, dann nicht, don't do it. Ohne Smite ist cringe, ohne Smite ist cringe. Jetzt gehen wir entweder BT oder GA, was sagen wir? Da sind wir erstmal wieder tot. Classic. Ja, ich bin Dauer-CC. Ich bin so krank durch CC, ist das heftig. Und was bin ich da CC'd worden, ne? Ich glaube von Rell-Kombo und dann von Vel'Koz Q und dann von Kalista-Ult. Oh no, Gwen ist auch noch dead. Ding ist, mit Nila muss man legit einfach nur fighten und hoffen, dass es reicht, ne? Also so wirklich System hat es nicht. Man fightet einfach und hofft, dass es irgendwie reicht. Aber ohne Vel'Koz sollten wir das easy spielen können, ja. Ja, und schon muss man so einfach flippen.
Wir machen hier Ende. Nee. Ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen MR. Der hat noch keinen Void Stuff. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber. Vielleicht Juxo noch? Ein bisschen Tankiness ist doch schon geil, oder? Juxo ist irgendwie immer so das Item, was man kauft, wenn man tanky werden will, aber nicht weiß, was man kaufen soll. Ob es jetzt wirklich ein gutes Item ist, keine Ahnung. Ja, die Sejuani spielt auch sehr, sehr clean. Hell ist wirklich so ein unangenehmer Champion, ne? Man ist so krass im Dauer-CC. Das ist so insane. Jeez. Also das hat die Sejuani gefühlt mehr gecarried als ich. Ja, den Ono hatte ich die Sünder leider nicht verdient. Dass ich sogar mal damage-technisch vorne mit dabei bin als Nila, passiert wirklich selten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ohne Gwen und Sejuani hätten wir das Game trotzdem nicht gewonnen. Dafür, dass ich 18-4 stehe, habe ich das nicht hart gecarried. Also diesen Zeitpunkt zu finden, wann man als Nila reingeht, ist irgendwie voll schwer. Entweder man geht zu früh rein und wird einfach gewone-shottet, oder man geht zu spät rein und kommt nicht so richtig rein in den Fight. Ich habe auch mehrmals die Ult einfach nur auf die Rail gehauen, die dann Kalista ultet wurde. Oh, ich kriege jetzt plus 24. Die haben die LP-Gains ganz schön angezogen, haben sie auch gesagt im Patch. Ist das cringe.